Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Chumpy-Video. Wir befinden uns beim Silverglade-Championat. Ich bin gespannt, wie es läuft, denn ja, seit Steves Farm einen neuen Anstrich bekommen hat, habe ich nicht mehr am Silverglade-Championat teilgenommen. Und ja, ich bin gespannt, ob sich was verändert hat und wenn ja, wie viel sich verändert hat, wie die Streckenführung jetzt ist, ob es schwieriger oder leichter geworden ist. Ja, wir werden es sehen. Und ja, dass Texas Blue Bell jetzt wieder neu in die Star Stable Horses App reingekommen ist für einen kurzen Zeitraum, dachte ich mir, ich hole mein Texas Blue Bell auch mal raus. Das habe ich aber nicht vor kurzem großgezogen in der Star Stable Horses App, sondern das kam ja 2019 schon mal in die App rein und ja, seitdem habe ich dieses wunderschöne blaue Pferd und ja, mal schauen, wie es läuft. Viel Chancen, gute Chancen errechne ich mir nicht, weil ihr seht ja, wie viele Araber-Pintos wieder um mir herumstehen. Das ist wieder mal krass. Sind das alles die Silvertrees? Silvertrees, Silvertrees, Student vor allen Dingen. Student, Silvertrees, Silvertrees. Ja, okay, ja. Deswegen, ich würde wieder mal mit dem Platz 6 oder so rechnen. Aber ja, ich quatsche nicht länger. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Okay, okay, es geht los und ja, ich habe schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr beim Silverglade Championat mitgemacht. Das wird bestimmt ein Fail heute, ein riesengroßer Fail. Oh. Hier geht's, oh, es hat geleckt, oh nein. So, hier lang, ja, hier lang. Okay, beim Baum hätte ich abkürzen können, da hätte ich abkürzen können. Jetzt bin ich auch noch hängen geblieben, wow, das läuft ja immer besser hier, fantastisch. Platz 9. Gott, und ich stehe noch hier ganz am Anfang. Das ist unglaublich. Ja, die Abkürzung ganz am Anfang habe ich natürlich total verpatzt. Die habe ich aber schon mal genommen. Das konnte ich schon mal besser. Das war jetzt, ja, man merkt, dass ich lange nicht mehr dran teilgenommen habe. An diesem Championat. Schatz, hier raus. Ich nehme gerade auf. Möchtest du was sagen, da du schon mal da bist? Ich glaube, das haben die nicht gehört. Guten Tag. Oh nein! Scheiße! So, jetzt hast du mich verlassen. Oh nein, okay. Das war's. Platz 9. Danke. Was stimmt denn nicht mit dir? Ey, dein Kopf war voll vor meinem Bildschirm. Ich hab nichts mehr gesehen. Ist da jetzt links rum? Oh Mann. Geradeaus? Die haben die Strecke geändert. Die kürzen hier alle ab, das Biss. Ich kürze doch auch bloß ab. Naja, das ist auch trotzdem beschissen. Vorsicht, gut. Ja, ach du Scheibenklasse. Die haben hier ja mega viel im Weg gestellt. Okay, ja gut. Gucke, Platz 7. Platz 7 ist nicht gut. Was nee, hier durch die Wand laufen? Das mit der da vorne nicht? Das sind die Serververzögerungen, Schatzi. Ja, Serververzögerung. Das ist damals Cheaten. Das ist nicht Cheaten. Ja, durch das Silo durchgehen. Cool. Was ich? Hey, dein Vordermann. Ach so. Ja. Gut. Ja, okay. Platz 7 ist okay. Hätte das schlimmer sein können. Okay. Das war ein Mega-Fail. Ein sehr großer Fail. Dadurch, dass mein Mann jetzt reingekommen ist, habe ich mich nicht mehr wirklich auf die Strecke konzentrieren können. Die war jetzt auf jeden Fall sehr anders. Es stand mega viel im Weg. Ich bin sehr verwirrt. Also das Chumpy hat sich meiner Meinung nach verschlechtert. Ich bin, ja gut, die anderen sind das Chumpy bestimmt öfter geritten als ich und kennen sich da mehr aus, auch mit den Abkürzungen und so weiter. Ich bin jetzt wahrscheinlich eher einen Umweg geritten und deshalb war es eher schlecht als recht. Aber ja, gut, egal. Es war trotzdem okay. Okay, ja, Dankeschön an meinen Mann an dieser Stelle. Egal, Platz 3, Platz 1, 2 und 3 meine ich, die drei Schleifchenträger. Das sind Celine Blue Lord, Melissa Frockhart und Montana Bluefire. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben noch mitgemacht Lynn Northbeer, Sanvi Diamond Moon, Jasmine B-Lake. Dann komme ich auf Platz 7, Johanna Spiderbird, Victoria Grazer, Auristelia Majorland, Stephanie Bunny Street, Jessica Sweetmaker, Annie Cat Ray, Lila Rabbitborn, Carla Starshide, Lova Beachwild, Huan Kingfood und Philippa Wisemother. So, die haben alle mitgemacht und ja, was soll ich sagen? Es war wirklich mehr schlecht als recht. Das Chumpy hat sich an manchen Stellen sehr stark verändert. Das kleine blaue Haus mit seinem kleinen Anbau stand so ein bisschen weg. Auch dort, wo jetzt der Pferdefriseur steht und die Kühe. Ich war maßlos überfordert. Da steht ja jetzt wirklich so viel rum.
Ich muss mir das jetzt selber im Schnitt nochmal angucken, was da so alles war. Ich habe mich jetzt wirklich wegen meinem Mann so ein bisschen selber herausgebracht. Ich hoffe, das war jetzt aber auch für euch nicht ganz so schlimm. Und ja, das war es erstmal vom Silverglade-Championat. Ich hoffe, dieses kleine verrückte Champi-Video hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wiedersehen werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh Gott, ich werde bestiegen. Hilfe.